Ah, was haben wir da? Ist das nicht der Anfang? Ist das nicht der Anfang? Wie zum Henker? Ah, das zeigt mir den zwei Multitools. Ist ja lustig. Ist da irgendwas drin? Nee, üblicherweise ist da eigentlich, glaube ich, nur in den Kisten, die beschriftet sind mit Equipment. Was drin? Hier nicht? Okay. Gut. Damit hätte ich das Loch, glaube ich, ausgeräuchert. Bis auf die Alarmkameras. Aber leider habe ich den Flammenwerfer noch nicht eingesetzt. Kommen wir da weiter hoch? Nein. Dann gehe ich mal zurück zu meinen Kollegen. Und erstatte den Bericht. War das blöd, den Feuerlöscher wegzulegen, wenn ich jetzt den Flammenwerfer gleich auspacke? Keine Ahnung. Wird schon schief gehen. Also dann, los geht's. Wie, das war's schon. Wie, das war's schon. Das war ja reichlich enttäuschend. Ich hätte ja gehofft, so mit... Ah, da ist die Kollegin. You are not afraid to kill. I am pleased. The last thing I would expect from the brother of Paul. The Max might have copper wiring to reroute your fear of pain, but I've got nerves of steel. You are not a mech. You do not know what it is like. What's it like to stand around revving your actuators while the more advanced units complete the mission? No thanks. It was my error to believe that Unatka's superweapon would appreciate the chance to prove himself. Just give me the next objective. How dare I delay your search for glory? The NSF in the subway station have taken hostages. Free them, but you know our standing orders. We do not make deals. Use this EMP grenade to disable the electronic detonators of the booby traps. Now we will see who is made of steel. I can take out a booby trap. I can't carry anything else right now. Nein! Ja, er braucht so viel Platz und ist so un... Na... I cannot wait all night. Unnützlich. Schade. War eine lustige Idee. Ja, lässt mich bitte durch. Your brother Paul has gotten our troops into another mess. Jetzt läuft die über mich drüber. Das gibt's doch nicht. Ist vielleicht ein Medibot in der Nähe? Ist da unten mittlerweile offen? Hab ich den Schlüssel gefunden? Nein. Ich wüsste ja schon gern, was da hinten dran ist. Speicher mal. Wenn es sich lohnt, dann... lade ich nicht. Oho. Das sieht aus wie eine Kommandozentrale. Medikit. Napalmkanister. Raketen. Ich will den Raketenwerfer. Vier Dietriche. Okay, aber wie komme ich jetzt da rein? Habe ich die Zugangsdaten dazu? Nein. Da habe ich leider nichts zu lesen. Bestimmt im... Safe. Ist das der Schlüssel für hier? Nein, das ist nicht der Schlüssel für hier. Ein Sicherheitsturm. Ist das das gleiche wie im ersten Level? Nein. Das wäre ja auch sehr schwach. Ah, das ist der Schlüssel für den... Schön, ein Implantat und... Ach so. Die haben einen Kanister für sich behalten, weil sie nicht wissen, was, wofür das Zeug gut ist. Nun denn, Implantate. Erstmal wieder auffüllen. Und ich habe ein neues Implantat gefunden. Nämlich eins für... für die Lunge, so wie das aussieht, oder für...
Okay, ich kann eine Aqualunge kriegen ohne die Umgebungsresistenz. Was das genau ist, weiß ich gerade nicht. Also Aqualunge ist ziemlich klar. Ich nehme an, damit kann ich länger unter Wasser bleiben. Oder vielleicht sogar unter Wasser atmen. Das wäre mächtig cool. Umgebungsresistenz wird mich wahrscheinlich nicht vor Schaden schützen. Das wird eher sowas sein wie Schutz vor Feuer oder so. Oder wenn ich in irgendwelchen Schlammbrühen baden oder schwimmen muss. Ich weiß nicht, was ich davon nehmen würde. Ob ich überhaupt was davon brauche. Wird sich zeigen, wenn ich wieder zurück bin im Hauptquartier, nehme ich an. Dann sollte ich ja wieder vor die Auswahl gestellt werden. Genau, jetzt muss ich da in die U-Bahn rein. Uah! Da ist ja einer. Hui! Überraschung! Meine Ratte. Die hat mir nichts getan. Was zum Trinken? Zwei Lebenspunkte. Was ist das? Ja, das tut das weh, wenn man da reinkommt? Nein. Ist das der Hintereingang in die Kanalisation? Das sieht gerade so aus. Ich würde es trotzdem erstmal vorne rum versuchen. Na? Na? Kommst du raus? Kommst du raus? Okay, wir gehen hinten rum rein. Matschbrühe. Dreckbrühe. Geht. Schnell weg. Das müffelt bestimmt ziemlich übel. Deswegen ist hier auch ein Lüftungsschacht, um die eklige Luft nach drin zu bringen oder so. Nee, wahrscheinlich nicht. Kann man da runter? Nein. Nein. Hier geht's wieder hoch? Ja. Zu einer Tür. Moment. Hey, da war ich doch vorhin. War das nicht hier bei der U-Bahn irgendwo? Ach ja, direkt neben dran. Ja, das ist bestimmt der Hintereingang. Aber wie gesagt, ich bin hier eigentlich auf dem direkten Konfrontationskurs. Insofern. Das ist der Schlüssel hier. Insofern will ich da den direkten Weg nehmen. Und nicht irgendwie hinten rumschleichen. Whisky. Das ist alles gut zum Heilen. Das ziehe ich mir gleich alles rein, bevor ich da reinstürme. Weil Lebenspunkte sind besser als keine Lebenspunkte. Nochmal eine Kiste. Auch verschlossen. Aber leider passt auch hier der Schlüssel nicht. Beziehungsweise habe ich den passenden Schlüssel noch nicht gefunden. So. Was haben wir denn da alles? Whisky. Ah, zwei Whisky-Soda, bitte. Ich glaube, ansonsten war es das auch an Futter. Oder an Getränken und Heilmitteln. Jetzt kurz nach dem Rausch ausschlafen. Also ein bisschen umrennen. Fördert die Durchblutung und man schwitzt den Alkohol raus. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Die haben nichts bei sich. Jetzt warte ich kurz, bis der Rausch vorbei. Oh, die schießen. Speichern und rein geht's. Wo waren die Viecher, die ich ausschalten sollte? Ah, da unten sind diese Booby-Traps. Die sollte ich ausschalten mit der EMP-Granate. Na, noch einer. Flammenwerfer. Böse. Tot. Okay. Vielleicht sollte ich meine Meinung über den Flammenwerfer revidieren. Ich muss das Gewehr besser lernen. Beziehungsweise skillen. Oder halt mit Implantaten verbessern. Nicht mit Implantaten, mit so Waffenmodulen. So, jetzt das Nachladen war vielleicht blöd. Ich glaube, da war noch Munition im
Als sie? Egal. Dietrich, schön. Und erstmal wieder zurück. Jetzt kommt nämlich gerade keiner und jetzt werfe ich die Granate runter. Das sollte die eigentlich ausschalten, die Viecher. Yep, wunderbar. So, welcher von denen hat einen Flammenwerfer? Der hier. Oh Mist, oh Mist, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Nein! Zeig nur Wasser? Ja, direkt nebenan. Hier ist noch Wasser, ganz unten. Ach nee, da war ja nicht direkt die. Der Schacht von da unten war ja nicht direkt hier. Das Ganze, das war vielleicht zu weit. Na, das war zu weit. Ich wollte die Granate so an der Decke abprallen lassen, damit sie nach unten fällt, aber das klappt nicht. Also lasse ich sie einfach die Treppe so ein bisschen runterrollen. Ja, das hat funktioniert. Und weil ich zufällig weiß, dass sie hier genauso wenig hochkommen wie ich, hoffe ich jedenfalls, wenn das Spiel realistisch ist. Ach verdammt, jetzt sind die Fallen wieder an. Warum lösen die bei den Gegnern nicht aus? Good work. The hostages will be all right. Now take the train to Hell's Kitchen and report to your brother. Ja. Was hat er denn gerade? Gasgranate? Vermutlich. Achso, das steht doch im Lock. Napalmkanister. Ah, und ein Flammenwerfer wäre da auch noch. Wissen die aus, wenn ich rankomme? Nein. Mist, wie komme ich da jetzt durch? Das TNT. Vielleicht kann ich sie damit sprengen. Das könnte auch grandios schief gehen. Ich will jetzt aber nicht quicksaven, weil ich dann den Quicksave überspeichere. Ich speichere mal normal. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Nö, scheint zu funktionieren. Frage ist nur, leben die Geiseln noch? Also wenn jetzt hier irgendwo Leichen rumliegen, dann habe ich wohl versagt. Ich glaube, hier wäre ich dann wohl durch die Schächte reingekommen. Ich hätte mich an den Terroristen vorbeischleichen können, Dietrich. Oh, was? Achso, Feuer. Feuer im Fass. Ein Ladegerät. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür die Ladegeräte sind. Vorhin schon eins gefunden. Vielleicht für den Ladeschocker könnte das sein, ja. Und damit willkommen in New York City. Ich werde hier nochmal quicksaven. Und ich will jetzt gerade nochmal den Spielstand von davor laden und gucken, ob ich nicht mit dem TNT vielleicht doch gerade aus Versehen die Geiseln oder so gesprengt habe. Nein, ich kann... Ah, doch, da sind welche. Ja. Oh ja, die habe ich gerade getötet. You saved my life. Die möchte ich natürlich gerne retten. Oh, da hinten... Ah, da war der Dietrich drin. Meiner. Hoffentlich kriege ich jetzt ein paar mehr Punkte. Wolltest du nicht vielleicht reingehen? Keinen Schaden kriegen, Schaden kriegen. Komm, geh rein. Ja, komm, ich habe die Waffe schon weg. Kusch. Dann eben so. So, da kriege ich bestimmt eine Belohnung für, dass ich die gerettet habe. Jetzt habe ich natürlich den Alkohol nicht eingesammelt. Andererseits will ich auch nicht zum Alkoholiker werden. Mal schauen, was es hier noch so alles gibt. Ja, die Soda nehme ich. Der Alkohol, der heilt zwar... Habe ich überhaupt noch den Taser? Habe ich den nicht weggeworfen? Den habe ich doch weggeworfen. Weil ich doch die Brechstange habe. Ja. Gut. Was ist das? Ein Telefonzelle? Damit kann man aus der Matrix raus. Öffentliches Computerterminal. Wasserversorgung. Ein Chlorteppich an der Küste. Ihhh. Auf gar keinen Fall, das kontaminierte Wasser trinken oder darin schwimmen. Es gibt einen U-Boot-Bunker. Battery Park ist gesperrt. Und seien Sie misstrauisch. Na gut, dann bin ich mal misstrauisch.
Und ich misstraue der weiteren Aufnahme und deswegen beende ich diese hier und sage bis zum nächsten Mal. Hi, bevor Paul kommt. Tschüss.